Hier geht's ab durchs Löwentor. Und alle anderen Türen sind leider verschlossen. Tote Priesterin liegt immer noch hier und hat nichts mehr für uns. Also, dann bleibt uns nur noch eine Wahl. Durchs Löwentor. Gut, auf mich wirkt Regeneration, das heißt, ich heile etwas schneller und fort, dann ist ins Feuer gerannt. Ja, super. Ja, hör auf zu brennen, Vorgrim. Sei ein Zwerg. Quick Save und ab durchs Tor. Hallen des Vergessens. Hallen des Vergessens wurde aktualisiert. Vase, was steht denn hier? Ergründe, wie du von hier fortkommst. Okay, hier gibt es eine Felskreatur, die ein Wächter zu sein scheint. Eine Truhe. Tischjagdmünzen, Haarnadel und keine Falle. Okay, der Wächter tut mir schon mal nichts, behauptet er jedenfalls. Aber ich will noch die andere Truhe durchsuchen. Ah ja. Sieht ziemlich ägyptisch aus hier. Blattgold, Silberkette, Haarnadel, Verbände. So. Hier einfach runterhüpfen können wir nicht. Das ist schade. Dann müssen wir wohl die Treppe nehmen. Und dem ehrenen Wächter Hallo sagen. Hallo. Seltsam. Du bist anders, nicht wie die anderen. Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich ein Zwerg bin. Welche anderen? Wo bin ich hier? Wo ist Filiason und wer oder was bist du überhaupt? Ja. Zu viele Fragen auf einmal. Komm mit mir, dann wirst du schon begreifen. Ah, okay, er ist nicht ganz schlau im Kopf wahrscheinlich. Wenn er da eh nur Steine drin hat. Hier ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Hier ist eine Tür, die er uns gleich öffnen wird. Da wären wir. Hier sind die anderen Schwerwesen. Ich muss weiter. Vergessen, ne? Und er geht wohin? Er bleibt einfach stehen. Okay, dann können wir ja jetzt mit dem Vergessenen reden. Wieder betritt eine verirrte Seele die Hallen des Vergessens. Wieder heiße ich sie willkommen, wie all die anderen vor ihr. Du bist eine Hochelfe. Hallen des Vergessens, ich verstehe das nicht. Was ist das für ein Ort? Eigentlich müsste ich im Moment an einem am Löwentusch sein oder einem entrückten Torwaller zur Seite stehen. Das klingt besser. Alle hier Versammelten sind durch das Portal der Rose hergelangt. Ich nehme an, so war es auch bei euch. Ja, war es. So ist es. Nur sehe ich meinen Mitstreiter nicht. Habt ihr ihn vielleicht gesehen? Ein blonder, bärtiger Mensch, der sich für Hochkönig Vivarien hält? Tut mir leid. Nein. Selbst wenn, so wäre er immer noch hier. Einmal an diesen Ort gelangt, kann man ihn nicht mehr verlassen. Man ist verdammt, das Schicksal dieses Ortes und seiner Wächter zu teilen. Ein ewiges Gefängnis? Na, danke schön. Wieso seid ihr so sicher? Kann man diese Wächter nicht einfach überwältigen? Nein. Glaubt mir, sie sind zu stark. Wenn sie wollen, dass ihr bleibt, dann bleibt ihr. Sie müssen von kraftvoller Magie erfüllt sein. Ich glaube beinahe, dass sie ein Teil dieses Ortes sind.
wie wir für immer hier gefangen. Na toll. Ich muss doch es dennoch versuchen. Dieser Wächter hält mich anscheinend für etwas Besonderes. Vielleicht ist dies noch etwas Nütze. Gibt es noch etwas, worüber ihr sprechen wollt? Hallen des Vergessens? Nun, dies hier ist das tiefste Gewölbe des Palastes der Hochkönige. Glaubt man den Überlieferungen, ist der Grundstein des Palastes auch der Grundstein Tishianas. Daher taufte man dieses Gewölbe auch Hallen des Ursprungs. Ah, ja. Einige unserer Legenden erzählen, dass dieser Ort einst eines von 6 mächtigen Artefakten beherbergen sollte. Den elementaren Schlüssel des Erzes. Pyrdako selbst soll ihn in die Obhut meines Volkes gegeben haben. Muss ich das jetzt ganz so verstehen? Als die Hohepriesterin Pyrs erwirkte, das Artefakt im Pyr-Tempel zu bewahren, büßte dieser Ort den Grund für seine Existenz ein und geriet in Vergessenheit. Die wenigen, die noch aus Überlieferungen darum wussten, nannten ihn Hallen des Vergessens. Na toll, und niemand weiß, dass ihr hier seid. Das erklärt einiges. Hab Dank, ich muss jetzt nur noch hier rauskommen. Gibt es noch etwas, worüber ihr sprechen wollt? Nein, nur danke. Darum, Fremder. Was hast du zu sagen? Hier erscheint der Krieg gegen den Namenlosen so weit entfernt. Beinahe wie ein lange vergangener Albtraum. Na super. Was ist hier drin? Ein einfacher Verband und noch 2 Goldmünzen. Vergessene Priesterin. Pyrdao, Fremder. Was wünscht jemand wie ihr von einer vergessenen Seele? Ich dachte nur, ihr könntet mir vielleicht mehr über diesen verwunschten Ort erzählen. Hatte ich eigentlich jetzt nicht gedacht, aber ich frage trotzdem mal. Erwartet aber nicht, dass euch gefällt, was ich zu berichten weiß. Ja, mich kann nichts schrecken. Ja, sag mir, wie ich zum Löwentor komme. Das würde mir gefallen. Nein, mich kann nichts schrecken, also. Dieser verwunschene Ort, wie ihr ihn nennt, ist das Fundament des Palastes der Hochkönige. Auch Hallen des Ursprungs genannt. Obwohl die hier Verbliebenen dazu neigen, ihn Hallen des Vergessens zu nennen. Weil sie hier vergessen wurden, ja. Tolles Schicksal. Er hier ein, von dem er glaubt, er könne seinen Plänen gefährlich werden. Was auch immer diese sein mögen, von hier gibt es kein Entrinnen. Die Siegel des Pyr verhindern es. Ich habe keine Angst vor Pyr. Die Siegel des Pyr, von welchem Meer redet ihr da? Pyr ist der Herrscher über die Elemente. Wir sind das einzige Volk, mit dem der Gottdrache seine Magie teilt. Heute steht nur noch er in Pyrs Gunst. Unmöglich, die Macht der Siegel zu brechen. Unmöglich zu entkommen. Unmöglich. Wen ihr mit er meintet, weiß ich zwar noch immer nicht, aber vielleicht könnt ihr mir etwas anderes verraten. Mit Freuden. Erwartet aber nicht, dass euch gefällt, was ich zu berichten weiß. Ja, wie komme ich zum Löwentor? Dazu müsstet ihr die Siegel des Pyr brechen. Dann würde sich das Portal des Drachen für euch öffnen, euch gar zu eurem ursprünglichen Ziel führen. Doch spielt all das eine Rolle? Niemand vermag das. Niemand außer ihm. Und ihr seid nicht er. Meint sie wahrscheinlich den Hochkönig, aber natürlich er. Nehmen wir einfach mal an, ich wäre er. Was müsste ich da als erstes tun? Ihr glaubt, er zu sein? Und ich dachte, ich hätte über die nicht enden wollende Zeit den Verstand verloren. Aber wie ihr wollt. Um an die Siegel zu gelangen, müsst ihr zunächst am ehernen Wächter vorbei. Okay. Etwas schwerfällige Festgestalt. Sowas in der Art dachte ich mir schon. Wie soll man ihm vorbeikommen? Mit dem Sternenvers. Ich habe ihn einst in den Hallen des Wissens von ihm gehört. Wer weiß, vielleicht hat er mich deswegen einkerkern lassen. Hört gut zu. Ich bin der Quell des Seins. Ich bin der Ursprung. Mein Wesen ist geeint und doch geteilt in 3. Leben, Tod und Schicksal. Ewig, wiedereinander strebend, ist der Kreis durchbrochen durch des Gesandten Hand. Okay, interessant. Hoffentlich bringt mich das weiter ab. Danke. Bedankt euch nicht. Der Weg, der vor euch liegt, ist voller tödlicher Gefahren. Ganz davon zu schweigen, was geschieht, wenn er erfahren sollte, was ihr vorhabt. Seine Kreaturen werden euch niemals gewähren lassen. Wir werden sehen. Habt ihr noch mehr Geschichten mit für mich? Freuden. Erwartet aber nicht. Nö, dann haben wir alles. Okay, noch mehr Vergessene und noch eine Truhe und noch eine Truhe. Erstmal Truhen plündern. Beziehungsweise durchsuchen nach nützlichen Sachen. Wie Pfeilen. Ja. Haarnadeln. Holz in einfachen Verbänden. Was? Ring der Vorsehung. Intelligenz +3 Sinnesschärfe, Fallen entschärfen.
Ei? Nicht Intuition, besser gesagt. Ring der Natur. Sinnesschärfe und Feinenschärfe. Ist doch genau das Richtige für dich, Feiris. Und den behältst du mal. Was ist mit euch beiden? Alle Hoffnung ist dahin. Tishiana wird von den namenlosen Horden überrannt werden. Okay, die haben nichts Wichtiges zu sagen. Die sind nur beim am Brabbeln. Goldmütze, Haarnadel. Okay. Schnell speichern. Quick Save machen. Ich will durch. Was willst du? Ich will vorbei, wenn es recht ist. Ja, natürlich, typisch Zwerg. Passieren darf nur, wer den Sternenvers kennt. Natürlich, ich kenne den Sternenvers. Ich bin der Quell des Seins. Ich bin der Ursprung. Mein Wesen ist geeint und doch geteilt in drei. Leben, Tod und Schicksal, ewig wie in der Kern des Streben, ist der Kreis durchbrochen. Tatsächlich. Der Sternenvers. Komm mit. Mach ich doch gerne. Ja, jetzt laufe ich hier einem dicken Steinklotz hinterher. Okay, ein dreigeteilter Weg. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so. So, hier endet unsere Reise. Weiter kann ich dich nicht geleiten. Ach gut, und nun soll ich den Vers noch einmal aufsagen? Um fürs Willen, nein! Im Grunde beginnt eure Reise erst. Nur endet hier dummerweise die Domäne unseres trägen, felsigen Freundes. Wenn ihr also wirklich durch das Portal des Drachen wollt, braucht ihr die 6 Kristallsphären. Warum kommt jetzt auf einmal ein Djinn? Oh Gott. Sie sind sozusagen der Schlüssel und befinden sich nun mal in meiner Domäne. Aber keine Angst, wir... Ach, wie unhöflich. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin... der Bewahrer der Vergänglichkeit. Okay. Du sorgst also dafür, dass alles altert, oder wie? Ist das nicht ein Widerspruch? Ja, genau, eigentlich schon. Durchaus. Aber ist das so bemerkenswert? Ist der Widerspruch nicht die Quintessenz des Seins? Und wenn man gerne existiert, sollte man sich dann nicht an jedem Widerspruch erfreuen? Stimmt so gesehen auch irgendwie wieder. Nein, ich verabscheue Widersprüche. Und dein Geplapper. Toll, also er hat doch ein bisschen mehr im Kopf. So, und warum widersprichst du mir dann? Ach, überlassen wir den sturen Klotz seinem Trübsal und wenden uns dem Wichtigen zu. Zum Beispiel den zahlreichen Gefahren, die ihr bestimmt spielend meistern werdet. Kommt, eines solltet ihr noch wissen. Auch wenn dies meine Domäne ist, kann ich euch nur den Weg zeigen. Im Kampf kann ich euch nicht helfen. Okay, jetzt macht er uns hier Türen auf und wir dürfen kämpfen, hä? Nochmal ein Schnellspeicher. Jetzt haben wir hier einen Djinn. Tür. Türen, die nicht aufgehen, na ganz toll. Ja? Will sich da was ausbuddeln? Komm, ich habe genau gesehen, dass hier Sand aufgewühlt wurde. Genau das. Hier lang mal, würde ich sagen. Kristallsphäre. Speerfalle. Achso, das war gerade der Bogen vom Feiris. Ich dachte schon, was bewegt sich da in der Ecke? Speerfalle, Speerfalle, Truhe. Ei! Und die Kristallsphäre ist irgendwo da hinten. Okay. Speerfalle einzeln schärft.
Speerfalle Nummer 2 entschärft. Granit die Truhe.